Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Hinter diesem Baum bewegt sich gerade eine weitere Siedlungsmission. Und da gehen wir nochmal hin. Gucken, was da los ist. Ich habe Angst. Das Ziel hat eine Waffe. Weiße Trophäe. Ja, klar, geht's lauter. Biest hat schon zwei meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß, so verrückt es auch klingt. Sein Pelz muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt, sei leise. Natürlich helfen wir. Mal eben kurz gucken, ob ich hier die Miriam so hinzufügen kann. Kann ich natürlich nicht zur Enzyklopädie das einfach mal hinzufügen, weil wir gerade in einer Mission sind. Mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren. Und zwar das ein Hinweis. Markierung des weißen Pumas gefunden. Das Suchgebiet hat sich verändert. Natürlich sind wir auf der richtigen Fährte hier. Da. Ein Ast. Nur wie groß die Kratzspuren sind. Schieß bloß nicht daneben. Das ist wahrscheinlich unser letzter Hinweis. Vorliebe für Hasen. Mahlzeit. Frisch. Er ist nicht weit. Da ist er. Bessere Chance bekommen wir nicht. Na los, Connor, sonst sehen wir ihn nie wieder. Komm, nur einen Schuss. Beeilung. Da ruhig nicht da hoch, weißt du? Hätte ich das gewusst, hätte ich direkt den scheiß Ast da genommen. Aber ich will den nicht erschießen, ich würde den viel lieber... wie mit Norris reden. Der Fug? Hat der den jetzt getötet? Hallo Norris. Ihr kommt wegen meinem neuen Freund, ja? Ich lud gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ehrlich. Was meinst du dazu, Miriam? Rauslocken und schießen. Norris hält sich zurück, einer von uns geht rein und lockt ihn raus. Der andere wartet hier und schießt. Ich werde reingehen. Ich werde Köder spielen. Natürlich. Du hast uns getötet. Du hast Connor getötet. Vielen Dank, Miriam. Laden. Fuchspelz und andere Gegenstände stehen nun bei Miriam zur Verfügung. Weiße Trophäe. Abgeschlossen. Mit 50 von 50 Punkten dann volle Synchronisation. Das war aber auch nicht schwer. Anders ginge sehr schlecht. Miriams Lager. Okay, wo ist die Miriam dann gerade? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Schade, dass man das nicht sehen kann direkt. Mal gucken, was gibt es hier noch Schönes. Nächste Siedlungsmission ist natürlich wieder im Haus. Nee, ist gar nicht im Haus. Haus ist ja hier oben. Puh. Ziemlich weit weg von hier. Wie kommen wir am besten dahin? Ich glaube, am besten ist, wir sagen, wir wollen hier hin und dann reiten wir mal eben schnell weiter. Das werde ich jetzt nicht rausschnibbeln. Denn das ist immer so ein Aufwand, das glaubt ihr gar nicht. Dann warten wir halt mal kurz. Devonport-Siedlung und dann machen wir hier eben einen auf magisches Pferd. Aber meine Markierung ist natürlich nicht mehr da. Da hinten. 300 Meter wieder Rückzug. Vor allem, wenn das Pferd jetzt mal ein bisschen hier
sprintet, dann wird das auch ruckzuck funktionieren. Hui. Dann machen wir eben noch kurz einen Abstecher hier. An dieser Stelle für die Enzyklopädie des einfachen Mannes. Ja, das scheint nicht zu reichen, müssen wir wahrscheinlich von vorne anvisieren. Dieses ungültiges Ziel, ich verstehe das nicht. Also so ganz habe ich da noch nicht durchgeblickt, wenn ich ehrlich bin. Manchmal wird das angenommen, manchmal nicht. Ich hatte jetzt die Vermutung, das wird nur angenommen, wenn die arbeiten. Aber die arbeiten noch gerade. Von hinten? Von der Seite? Ach, keine Ahnung. Mach ich dann, wenn ihr nicht dabei seid, dass das ja nichts wird. Stattdessen reiten wir mal eben schnell ein bisschen weiter, gegen das Pferd. Guten Tag, was gibt es? Ein Raum im Gasthaus. Hallo, Sir. Möchtest du einen Schluck Ale oder etwas Brot und Käse? Connor, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Tolle Leute! Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses! Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei und... Ich bin kein Herr. Und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Ale? Wir waren Gastwirte, bis der König unsere Taverne einfach für das Militär beschlagnahmte und uns auf die Straße setzte. Hey, ihr solltet hier siedeln. Hier fehlt eine Taverne. Sehr gute Idee. Würden wir. Doch ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und eins zu bauen ist teuer. Wir haben sicher Bedarf für etwas in der Art. Ich spreche mit meinen Freunden an der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren. Würdet ihr denn erwägen, hier zu bleiben? Natürlich, Olli! Wir sind wieder Gastwirte! Oliver und Corinne mit einer Investition von 1000 Pfund helfen. Das können wir machen, so viel Geld haben wir so gerade eben noch. Müssen wir uns einfach direkt wieder hier hin und nochmal reden. Das sollte reichen. Vielen Dank. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Dann zeige mal her das neue Gasthaus. Die Gastwirte können nun neue Dinge herstellen. Zum Beispiel Pasteten und Alkohol. Und einen neuen Plan haben wir natürlich auch erhalten. Die Mission wurde beendet mit voller Synchronisation. Hier im Gasthaus können wir dann noch ein Spiel spielen. Interessant. Wahrscheinlich werde ich das nicht mehr machen. Weil interessanterweise mein Spielvideo, das ist, was die meisten negativen Bewertungen hat. Zwar auch viele positive, aber es hat auch negative. Interaktives Gespräch. Coolio, gehen wir natürlich mal hin. Und anscheinend wird sich das ja dann nicht so gewünscht, dass ich so ein Video mache. Dann also nicht. Hey, Connor! Gentlemen, ihr habt euch wieder vertragen? Ah ja, sind auf dem Weg zu einem Bierchen. Du hast vielleicht bemerkt, dass ich ab und zu etwas heißblütig bin. Diana geht's gut, den Kleinen geht's gut. Mir ist eigentlich alles gut. Bin nur froh, dass ich Godfrey nicht wehgetan habe. Mal ehrlich, das hätte ich mir nie verzeihen können.
bin auch froh, Terry. Du hättest mich mit deinen Fäustchen pieksen können. Reiz mich bloß nicht. Schon gut, schon gut. Bleib locker. Ich bin froh, dass alles beim Alten ist. Mein Gott, der... Ne? Hey, Connor! Obwohl wir einen Meter vor dem stehen. Ah, wieso kann ich die nicht anvisieren? Muss man nicht verstehen, oder? Ungültiges Ziel, ungültiges Ziel, ungültiges Ziel. Egal. Unser Gebiet hier jetzt noch schön ist. Ah. Siedlungsmission im Herrenhaus selber. Da können wir natürlich mit der Schnellreisemöglichkeit mal eben hin. Das geht ja ruckzuck. Ruckizucki. Und dann schnell rein da und wahrscheinlich mit dem guten alten Mentor reden. Aber bevor wir reden, möchte ich auch nochmal versuchen. Ne, Rätsel des Landhauses also. Connor, komm mit mir nach unten. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon. Boxt uns erstmal. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen. Mit diesen alten Knochen geht es nicht mehr. Aha. Norris mit dir. Ein großer Fels blockiert den Höhleneingang. Du wirst ihn irgendwie beiseite räumen. Mit Norris über seinen Sprengstoff reden. Und dann die tolle Truhe bergen. Also erstmal wieder hier raus. Glück, Tür zu. Och man, so weit. So weit weg. So weit weg. Ja. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.